sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns bei KUKA in Augsburg sind. Wir haben für Sie ein spannendes Programm zusammengestellt. Denn es gibt einiges, das wir Ihnen heute an unserem Heimatstandort in Augsburg zeigen wollen. KUKA in drei Wörtern zusammengefasst. Beeindruckend, inspirierend, kreativ. Zuverlässigkeit, Flexibilität und hohe Produktivität. Es sind also eigentlich nur Highlights hier. Ich bin das erste Mal hier im Hause KUKA. Man muss natürlich sagen, erstmal die Führung, Spitze von KUKA. Sehr gute Aussagen, sehr gute Auswertungen. Ein besonderes Highlight war bis jetzt der Vortrag heute Vormittag über die Zukunftsvisionen für die nächsten 100 oder nur 30 Jahre, weil das einfach wieder den Blick öffnet. Ja, die Menschen. Ich sehe hier Mitarbeiter, die leidenschaftlich an der Fabrik festhalten und die leidenschaftlich ihre Produkte vorstellen und auch eine gute Vision haben für die Zukunft. Die Vielfalt der Produkte und die Breitbandigkeit der Lösungen, die wir hier sehen können. Das ist für mich das, was KUKA vielfältig macht. Das Besondere, dass lösungsweit gedacht wird, dass der Ansatz über den Roboter hinausgeht. I think the best thing is KUKA is different because it has an open door for everybody and we are able to build over layer by layer over KUKA technology and this is very very important for future development. This is, I think, where is the success of KUKA. What KUKA means for me in three words: innovation, future, intelligence. Innovation, German, quality. Innovation, auf jeden Fall, Zukunftsorientiertheit und ja, der Versuch wirklich die Technologie Robotik mit den Netzwerken für die Zukunft zu verbinden. Most interesting for me was the presentation about production halls for the utilization of cobots or collaborative robots. It was very fruitful to be a part of it. My personal highlight from this day is the AGV technology that KUKA is developing. We are working mainly with the robotic department, but AGVs are quite impressive also. Possible to do with robots, especially with KUKA. Orange Intelligenz.